Hi. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das heißt Clean Code in Scratch. Es ist nicht das sexyste Thema, weil es geht um etwas, was überhaupt nichts an dem Programmcode verändert, also zumindest nicht inhaltlich. Bei Clean Code in Scratch ist die Motivation, dass es neben dem Lösen von Problemen auch darum geht, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und ein Programm so zu hinterlassen, dass es möglichst gut leserlich von anderen Menschen weiter bearbeitet werden kann. Manche sprechen auch von der Kunst des Programmierens. Und in nicht pädagogischen Umgebungen geht es häufig so, bei irgendwelchen Hackathons oder bei Jugendhackt geht es häufig nur darum, jemandem zu erklären, wie kriege ich was prinzipiell zum Laufen? Wie kriege ich überhaupt jetzt eine Figur dazu, dass sie irgendwie hochspringt. Aber dann haben wir oft dann eben auch Code, der sieht dann aus, wie man das hier sieht. Das heißt, ich habe sehr viele Anfänge, ich habe echte Probleme nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge muss ich denken. Ich habe unfassbar viele Sprites, wenn ich immer durchklicke, habe ich dann irgendwie Bedingungen, die sind einfach so unfassbar groß, dass ich nicht mehr so richtig weiß, was geht hier eigentlich ab? Und deswegen möchte ich in diesem Talk dafür werben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Unter anderem auch solche Sachen. Unverbundene Codeschnipsel. Show hide. Das wird auch niemals ausgeführt. Aber es ist da. Warum? Ich weiß es nicht. Genau. Deswegen wendet sich dieser Talk vor allem auch an Leute, die ein Interesse daran haben, entweder Leuten beim Programmieren lernen zu helfen oder selber darüber nachzudenken, zu reflektieren, was muss ich machen, um Leute zu motivieren. Ich bringe mal noch ein anderes Beispiel. Das heißt gut. Das ist relativ einfach. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus. Aber es macht etwas Wunderschönes. Was man hier schon gut sehen kann, wenn man sich mit Scratch auskennt, benutzt er halt sehr viele Custom-Blocks auch, wie zum Beispiel eben Render und Bubble und Size. Und wofür das gut ist, darauf will ich jetzt in dem Talk noch eingehen. Genau. Das hatte ich gesagt, es geht bei Clean Code eigentlich um all die Maßnahmen, die uns helfen sollen, Code zu verstehen, Code zu entwickeln und einfach. Im Prinzip ist das wie eine Best Practice. Wie benenne ich meine Variablen, meine Funktionen? Welche Datenstrukturen muss ich benutzen? Ich darf nicht vergessen zu kommentieren, etc. Dieser Clean Code Begriff geht meines Erachtens auf Robert C. Martin zurück, der auch Uncle Bob genannt wird. Der nennt sich auch selber Uncle Bob. Und seine Begründung lautet: Wir als Entwickler sind vor allem Autoren. Also wenn man das Verhältnis von dem, wann man Code schreibt und dann, wo man Code liest, wenn man das mal in ein Verhältnis setzt, ist es ungefähr so, also das sagt er in dem Buch, das Verhältnis ist 10 zu 1. Das heißt, es wird 10-mal häufiger gelesen, als dass es geschrieben wird. Und das führt dann auch dazu, dass man sagen sollte, auch wenn es total schwer ist, Code so zu schreiben, dass er leserlich ist, lohnt sich das mindestens den Faktor 10. Die zweite Regel, die er einführt, ist, das ist von der Pfadfinderregel abgeleitet, leave the campground cleaner than you found it, ist, dass eigentlich Clean Code als Praxis gar nicht so anspruchsvoll ist, wenn wir jedes Mal sagen, okay, wir schauen uns das. Oh. Ist das schon lange so? I didn't do anything. Thank you.
gut. Genau. Das ist einfach eine Praxis, die es zu etablieren gilt. Das heißt, wenn wir jedes Mal, wenn wir den Code anfassen, ein bisschen drüber nachdenken, was könnte ich daran noch optimieren, wo könnte ich noch refaktorieren, wo könnte ich vielleicht besser kommentieren, ist es eigentlich über relativ kurze Zeit so, dass man da deutliche Verbesserungen sehen kann. Das bezieht sich auf den eigenen Code, aber auch auf den Code anderer Menschen. Welche Methode empfehle ich da? Es gibt da einen sehr schönen Ausdruck, den die Kollegen Mike Sperber und Herbert Klär in Schreibe dein Programm formuliert haben. Die nennen das die deutsche Beamtenmethode des Programmierens. Das ist so zu verstehen, dass es an sich ein Prozess ist, der immer wieder auf dieselbe Art und Weise eigentlich auszuführen ist. Das heißt, es geht immer wieder nach demselben Schema. Klingt unsexy, führt aber zu Qualitätsverbesserungen. Und die ist ungefähr so, wenn ich jemandem irgendwas beibringen will oder ich möchte einfach nur, dass er ein Problem löst, im ersten Schritt soll er es einfach machen. Ich habe einfach nur wie ein Künstler ein weißes Blatt Papier vor mir und es ist egal, ob der jetzt Funktionen benutzt, ob der irgendwie 100 von diesen Scratch-Fenstern macht, das ist völlig egal. Am Anfang geht es darum, ein Problem zu lösen, kreativ zu sein und eine Sache zu einem Punkt zu bringen. Aber dann kommt etwas, was wir auch beim Junghackertag oft nicht machen. Wir fangen dann nicht an, über Qualität nachzudenken. Genau in dem Punkt müssen wir genauso weit erklären, okay, du bist nicht fertig. Wir dürfen nicht einfach sagen, okay, jetzt kannst du es präsentieren. Sondern wir müssen eigentlich schon das antizipieren, dass dieser Punkt irgendwann kommt und sagen, so, und jetzt kommt das Zweite, was du lernen musst bei deinem Programm. Und das ist das Aufräumen. Und was es bedeutet, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ebenfalls als dritten Schritt, der ist nicht ganz so wichtig wie das Aufräumen an sich, aber ich finde es halt wichtig, ist das Kommentieren. Also selbst in Scratch gibt es die Möglichkeit, an beliebigen Stellen irgendwie rechte Maustaste, Add Comment und dann habe ich diesen Block. Sehe ich super selten in Code. Sehe ich selten bei Kids und sehe ich selten auch bei Mentoren. So, wie können wir das in Scratch realisieren? Eigentlich ist es vor allem eine Reflexionssache. Das heißt, wenn ich was vermittle und zum Beispiel Variablen benutze, dann muss ich eigentlich von Anfang an schon darauf hin, dass es wichtig ist, Purposeful Names, also sprechende, intendierende Namen zu vergeben und auch einfach den Kids zu erklären, was heißt das überhaupt? Wann ist ein Variablenname halt sprechend? Was ich auch sehr spannend finde, ist, der Unterschied zwischen globalen und an Sprite gebundenen Variablen wird auch nicht so häufig besprochen und kann so richtig in dem Fall funktionalen Problemen führen und ist etwas, was ich auch finde, was in der Vermittlung halt passieren muss, dass man darüber spricht. Das nächste sind die Funktionen. Da gibt es diese sogenannten, also es sind irgendwie so vier Punkte, die wichtig sind, ist, dass die Funktionen möglichst klein sind, dass sie vor allem nur eine Sache machen sollen. Wiederhole dich nicht, ist eine direkte Übersetzung von Do not repeat yourself. Und dass es wichtig ist, wie in dem Beispiel, Sachen in Funktionsblöcke zusammenzubringen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel einfach einzelne Blase habe, dann fange ich an, einen Custom-Block zu definieren und zu sagen, okay, diese Blasen werden immer und immer wieder gemalt. Das Einzige, was sich verändert, ist halt die Variable Size, das ist eben der Parameter. Und dieser Parameter wird dann in diesen Custom Blocks einfach ersetzt, so wie Funktionen eben funktionieren. Und da einfach konsequent darauf zu achten, dass wenn man in diesem Aufräumprozess ist, das erkennt und vor allem auch das Auge dafür schult, welche Strukturen sind denn gleich. Weil es gibt auch einen anderen Fehler, es gibt auch Entwickler, die fangen an, meines Erachtens zu früh zu optimieren. Also die versuchen dann so zu programmieren, dass sie alle Eventualitäten abdecken und dann, das kann auch falsch rum sein. Deswegen versuche ich zu sagen, okay, wir entkoppeln das. Wir haben diesen ersten kreativen Prozess und dann gucken wir, was haben wir eigentlich und versuchen dann aufzuräumen. Aber wir trennen das als Arbeitsschritt. Das ist vor allem pädagogisch gemeint. So, ich habe noch ein Beispiel für das mit der Nutzung von Variablen. Das ist aus einem Spiel, was ich vor kurzem in einem Seminar benutzt habe. Da geht es eigentlich darum, so einen Flappy Bird Klon. Zu programmieren. Und wie ihr seht, fehlt hier was.
Normalerweise ist es, kennt ihr Flappy Bird? Ja. Ja? Flappy Bird ist eigentlich so, dass, ne, also die Figur, die ist da, das funktioniert, die fällt immer runter und wenn ich auf die Maustaste drücke, geht sie halt hoch und dann fängt das wieder von vorne an. Und die Idee ist, dass man zwischen so zwei solchen Röhren sich bewegen muss. Aber in dem Fall ist halt die untere Röhre nur sichtbar und die obere nicht. Woran liegt es? Ich gehe auf die Röhre und ist es so, ich habe zwei verschiedene Variablen, die eigentlich dasselbe verfolgen, und zwar die heißt Orientation, Orientation All. Und der Unterschied bei diesen beiden Variablen ist nur die, dass diese Variable einmal an das Sprite gebunden ist und einmal global. Deswegen die Namensgebung Orientation, Orientation All. Bei Scratch ist es so, können wir, meines Wissens zumindest nicht, vielleicht weiß das jemand von euch, dass, ob man das machen kann, man kann weder den Typ ändern, ob es eine globale Variable ist oder eine lokale, noch kann ich das erkennen. Das ist für mich einer der größten Designfehler bei Scratch, dass man das nicht richtig erkennen kann, weil da funktioniert, also genau so entstehen halt Bugs, weil wenn ich das jetzt hier austausche und ich wechsle in dem Fall die Variable auf Orientation, ich erkläre gleich, wofür ich die brauche, dann sollte es halt jetzt gehen. Und wenn man gesehen hat, was ich gemacht habe, ich habe nichts anderes gemacht, ich habe einen Platzhalter gewechselt. So, dieser Platzhalter hat aber eigentlich keine weitere Bedeutung und trotzdem funktioniert es auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht. Und zwar ist es immer dann problematisch, wenn ich mit Clones arbeite. Weil Clones sind zusätzlich zu den Sprites nochmal eine Möglichkeit, mit nur einem einzigen Sprite unendlich viele Kopien von diesem Sprite anzulegen. Und wenn ich eine globale Variable benutze, dann führt das in dem Fall dazu, dass die Orientation-Variable, die dafür da ist, nur zu unterscheiden, ob ich gerade die obere oder die untere Röhre zeige, dass das so überschrieben wird, dass immer die eine Variable nur angezeigt wird. Es bleibt immer nur Bottom oder Top. Und an dem Beispiel habe ich sozusagen eigentlich sogar was ich in dem Vortrag am Anfang gar nicht angekündigt habe. Ich habe eine Mischung aus beiden. Ich habe hier so ein Designproblem, ich kann es nicht richtig erkennen. Ich muss mir hier explizit einen Kopf machen, wie ich das benenne, damit ich überhaupt noch sehen kann, was habe ich für Variablen. Das heißt, ich muss mir auch an der Stelle vielleicht überlegen, welchen Zweck haben meine Benennungen, damit ich das halt irgendwie durchhalten kann. Zum Beispiel kann man eben sagen all, ja, wenn man das will, als Suffix. Oder andere Sachen, aber hier geht es sogar in den funktionalen Bereich rein. Also hier habe ich dann Bugs, die ich nur ganz schwer überhaupt debuggen kann in Scratch. Genau. Und das ist eigentlich schon alles, worüber ich reden wollte. Falls es Fragen gibt? Oder Ideen? Oder ja? Ja, also das ist eine schlechte Übersetzung von Don't Repeat Yourself. Das ist so ein Prinzip, das kommt auch aus diesem Clean Code, dieses Dry wird das häufig nur genannt. Und das meint einfach nur, wenn ich 10-mal denselben zum Beispiel Anweisungsblock habe, dass ich dann auf die Idee komme, eine Schleife zu benutzen, die 10-mal durchläuft und den Block nur einmal zusammen. Das ist der einfachste Fall dafür. Genau. Refaktorieren an sich, also das heißt, wenn ich Funktionalitäten aus Funktionen rausziehe und sie generisch in eine andere Funktion zu übersetzen, gibt es standardmäßig nicht. Also die Möglichkeiten in Scratch Software Engineering zu betreiben, das ist ja Software Engineering, sind natürlich begrenzt. Aber trotzdem finde ich es wichtig, sehr früh sowohl Coden als eben auch Code richtig, also gut zu machen, halt beizubringen, ist für mich einfach das, wo ich eigentlich appellieren will, weil mir das für mich halt wichtig ist, weil ich das sehe, dass das nicht gut vermittelt wird. Und da, glaube ich, können wir alle einfach noch ein bisschen zulegen. Ja. Ich habe zumindest dann immer versucht, das thematisch auch schon mal so zu ordnen, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, Tasten, Befehle, Bewegungen sind da, andere Funktionen sind links oben, andere Funktionen, also dass man es optisch trennt. Ja. Genau, aber hast du, das ist jetzt eigentlich noch eine Frage,
Also habe ich, also das Erste, was ich bei sowas zum Beispiel mache inzwischen, das habe ich mir so angewöhnt, ich würde ziemlich brutal einfach Cleanup-Logs machen. Das ist immer das Erste, was ich mache, weil dann weiß ich, dass mein Gehirn wenigstens nur von oben nach unten durcharbeiten muss. So, das ist der erste Schritt. Und dann ist das mit den Kommentaren auch wieder einfacher, weil das mit den Kommentaren, das ist meine Erfahrung, funktioniert vor allem dann nicht, wenn links und rechts und oben und unten nochmal so Programme dazukommen. Weil da verwirrt das. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich sage zum Beispiel hier ein Ad-Comment, sage was wie zum Beispiel, wie es auch sonst machen würde, ich würde einfach sagen, verstehe ich nicht oder so. Also ich würde mit solchen Stilen auch mal anfangen, dass man einfach sagt, okay, ich lösche erstmal und dann kommentiere ich an all die Sachen, wo ich weiß, okay, das weiß ich, wie das funktioniert, schreibe ich es kurz rein oder das verstehe ich überhaupt nicht oder das, glaube ich, ist überflüssig oder to do oder also sich da auch das zu überlegen, das funktioniert sehr gut. Ja. Weil ich dann im zweiten Schritt sagen kann, okay, jetzt kann ich hier reingehen und dann da und da. Also ich würde es immer wieder sequenziell runterarbeiten. Also meinst du, dass du dir auch Code von anderen anguckst, quasi nicht, dass du jetzt bei deinem eigenen Code, den du schreibst, parallel mit kommentierst, sondern dass du praktisch, keine Ahnung, auf der Scratch-Webseite dir einen Code anschaust und dann... Genau. Außer ich habe zum Beispiel irgendwelche Bugs gefunden oder wo ich sagen würde, okay, meine Intuition hätte mir erstmal gesagt, ich nehme den Block, dann habe ich aber gemerkt, es funktioniert nicht. Das ist für mich ein Punkt, wo ich definitiv kommentieren muss für mich selber, weil ich da weiß, dass ich das auch in 3 Monaten oder 1 Monat wieder vergessen habe. Also Fallstricke kann man auch antizipieren, aber ansonsten sparsam oder als Werkzeug, um Code zu reinigen. Ja, das ist meine Strategie. Gut, noch Fragen?